Ich hoffe, ich was drauf. Ist da was drauf? Könnte sein, ja? Unsere Quante. Darf ich reden? Bin ich auch drauf? Sitzt nicht auf dem Brot rum. Soll ich so ein bisschen... Nee, das geht. Meinst du? Mal ein bisschen rüber. Das Wetter ist heute so schön. Wir haben den 1. Januar. Ja. 23. Ja. War wieder schön. Haben wir heute der 1. Der 1. Januar. Ah, ja, okay. 23, wir haben gefühlte 20 Grad. Ja. Und wir haben gedacht, wir werden mal ein bisschen einradeln gehen. Wir schauen, wo es uns hintreibt. Wir fahren jetzt erstmal gegen den Wind. Wind ist ein bisschen. Aber auch's geht. Temperaturen sind klasse. Ja. Man braucht nicht mal sehr angenehm. Einen Buff um, aber brauchst man braucht es eigentlich nicht. Ja, und wir sind mal wieder in Favorit. Schloss Favorit. Ach, war schon lange nicht mehr da, ich hab's vergessen. Schloss Favorit. Das ist alles erscheinen. In Kubahai. Könntest du das laut wiederholen, obwohl es ist drauf. Also, wenn die Ding funktionieren, müsste alles drauf sein. Am 11. November war unsere letzte Tour. Also am 11. November war irgendwas, nee, aber doch. Da sind wir gelaufen. Ob ich zurücksetzen will vom 11. Da kommt da ein bisschen. Nee, da hat er 11.10. Nee, wir sind am 30.10. das letzte Mal gefahren. Futuristisches Teil an der Länderkriegs. Dann können wir wirklich los, futuristisch losgrusen. Futurist, hat doch gestern einer geschrieben, gell? Ja, wir hätten so futuristische unsere Räder würden so futuristisch aussehen, oder? Ja, ich finde es jetzt nicht. Weiß nicht, die sehen aus wie stinknormale. Weil, ich habe festgestellt, Schutzblechle, also Zulassung. Du brauchst vorne noch die Verpackung für deine Akkus, wo man dann laden kann. Ah ja. Sonst geht's nicht. Für die Powerbanks. Power sonstiges. Die kommen dann vorne rein, dann haben wir drinnen nicht immer ein super rein. Ich merke gerade, das neue Jahr geht sprachtechnisch genauso weiter, wie es letzte aufgehört hat. Ja. Es darf gewurzelt werden. So, wir kommen jetzt hier an den berühmten Kreisel. Das ist ja so manche Autofahrer in letzter Zeit verzweifelt ist. Die Dauerbaustelle Richtung Kuppenheim. Soll ja jetzt noch links von den Bahnbacken ein Radweg gebaut. Ja. Der soll auch bis Ende des Jahrhunderts fertig werden, habe ich gehört schon. Und ja, und da vorne steht aber wirklich groß, dass man da nicht durch kann, sondern eine Sackgasse und drüber ist Radfahrer, Fußgänger. Ja, das kapiere ich nicht. Nee, irgendwie kapiere ich nicht. Egal. Und da geht es nach Ebersteinburg hoch und wir gehen aber hier weiter Richtung Baden-Baden. Hauen-Eberstein. Wenn jetzt noch die Schleiermilchen da oben verschwinden, dann sind wir direkt ganz tolles Wetter.
das Stück des Jahres. Na, ich komme. Ein Schippe Sonn. Ele, du bist wieder Protze hier. Jawohl. Du protzt wieder im Ele-Modus. Eco-Modus. Wie sagt deine liebe Bekannte, filmst du wieder Arsch von Ele? Immer filmen Arsch von Ele. Ich kann meinen schlecht filmen werden fahren. Sind wieder unsere Berge. Ja. Ist das jetzt die E-Burg oder die Windeck? Die E-Burg. Das ist E-Burg. Das ist E-Burg. Bei Badebad in der Nähe. Du erinnerst dich aber daran, dass du vor Jahren in der Gegend geboren worden bist. Ah, da habe ich noch nicht so weit weg gefunden. Also. In der riesen Stallung, gell? Hast du gesehen? Nichts legt das Pech. Jetzt fühle mich Arsch von Locke. Das vor uns ist jetzt der Fremersberg. Das Türmchen da oben. Oh, ich glaube, die haben wir auch schon mal gezeigt, oder? Da können wir alles wieder hochfahren, Wenn Locke mal ein bisschen mehr Puste wieder hat. Das habe ich jetzt aber gehört. Aber dann mit unseren anderen Rädern. Da müssen wir die KTMs nehmen. Und dann quer durch die Pampa. Weil das sind nur unsere gemütlichen Rutscherle. Das sind ja die Gruser, die futuristischen Gruser. Im Tiefflug, im Schneckentempo, er hat noch keine Kondition. Und da. Oh, aber jetzt gibt er Gas. Jetzt muss ich auch Gas geben. Und Gas geben. Im Eco, der Buckel hoch. Und zack. Ich habe jetzt mit Entzücken festgestellt, wir haben schon 12.16 Uhr. Das heißt, Viertel nach 12. Wir müssen uns langsam nach einem lauschigen Plätzchen für unser opulentes Mahl, das wir uns heute ausgedacht haben. Ja. Weil zur Feier des Tages gibt es heute was ganz Raffiniertes. Lasst euch überraschen. Hier wäre schon die Weihnachtsbäume für nächstes Jahr. Wachsen die schon gemütlich vor sich hin. Also, wir können auch wie auch immer nächstes Jahr Weihnachten feiern. So, da ist die Winzergenossenschaft Affenthaler. Affenthaler ist bestimmt ein Begriff dem einen oder anderen Weintrinker. So, haben wir unser Hauseplätzchen erreicht hier. Jetzt wird es laut. So, jetzt kommt. Ah, jetzt kommt. Hallo, Gabi. Hallo. Jetzt kommt zuerst unsere Tischdecke.
Speziell für die Gabi. Auch im neuen Jahr. Auch im neuen Jahr. Ja, dass die Gabi sieht, die hat auch den Jahreswechsel überstanden. Die Tischdecke. So, und jetzt überrascht mich. Jetzt kommt's. Ah. Und wieder gibt's eine Hähnchenbrust. Hähnchenbrust. Ah. Und hier haben wir. Hammer. Ich meine, es war Schinken. Schinken und Hähnchenbrust. Und was hast du da drin? Glühwein? Nee, Punschtee. Ohne Alkohol. Punschtee. Ohne. Ja, ja. Naja. Schauen wir mal. Sieht tatsächlich aus wie. Wie Tee. Punschtee. Lass mal. Ich werde mal zum Stiel hin. Ich hoffe, ist was drauf. Da was drauf. Könnte sein, ja? Unsere Quante. Du darfst reden. Bin ich auch drauf? Sitzt nicht auf dem Brot rum. Soll ich es ein bisschen. Nein, das geht. Meinst du? Ja. Hm? Sag das nicht. Nachher geht's nicht und dann bin ich wieder out of the. So müsste es gehen, oder? Ja. Oh, ich muss da noch den Schnürsenkel zumachen, der ist schon wieder auf. Der flutscht da durch. So. Tja, so ist das halt mit der Überraschung, ne? Für die Werte. Aber heute gibt es keine Gurke, keine Tomate, nämlich nein, alles weg. Das war ja die Überraschung. Jeder hat jetzt gedacht, wir packen da ein Trangia aus und machen 5-Gänge-Menü. Machen wir heute Abend wieder. Aber die Aussicht ist klasse. Schade, dass ihr nichts davon habt. Also in die Richtung sieht es gut aus. Muss ich echt sagen, oder? Bühler Eiffelturm. Ja, toll. Bühler Eiffelturm, mein Fahrrad, noch ein Turm. Berge. Und dahinter ist die E-Burg. Jetzt sehe ich aber auch mal was. Mhm. Was ist das? So. Ein stetiger. Guck mal, ja. Laufe 2. Ein Stich, ja? Gut, und da sitzt du 2. Hm? Ein bisschen groß, ein bisschen wachsen. Ja, das sah so lang. Wir können ja meckern, es ist ja niemand drauf. Ne? Man sieht sie ja nicht, die Leute. Aber da steht jetzt langsam. Oh. Hola. Ah, schon was geboten, ja. Conway, ist das nicht der Konrad? Konrad. Conway ist der Konrad. Nein, gleichfalls. Gibst du mir? Scheiß. Es gibt auch nette Radler. Außer uns. Ja, wir sind die Mutzradler. Wir sind die Mutzis. Warum ist da kein. Da ist ein Stein dahinter, dann könnten wir uns von hinten angucken. Ja, ich meine, könnte man die Landschaft zeigen. Die schöne Landschaft hier. Jetzt nehmen sie und nicht filmen. Das ist so hier, wie gesagt. Heißt auf Deutsch, ich darf wieder nichts essen. Ich bin eh schon eins hin und nach, ja. Mein Manager erledigt das für mich. Ich hab einen Manager. Luke weigert sich, weitere Aufnahmen zu machen. Er möchte jetzt auch mal was essen. Also zeige ich euch mal. Weil Ela hat schon anderthalb Brote drin und ich komme nicht der dazu. Der Bühler Eiffelturm. Also der rechte da, ne? Ja. Rechts ist der Bühler Eiffelturm. Dann kommt so ein anderes hohles Teil. Einmal so ein Burgteil. Was, ja. Dann kommen Berge. Dann kommt dahinter die E-Burg. Und da ist die Affenthaler Winzergenossenschaft. Ja. Ja, und da. Und viele Autos. Ja, man sieht an der B3, was man eigentlich normal nie machen, aber heute ist ganz ruhig. Ja. Und Loke fespert weiter. Und ich mache jetzt auch weiter. Jetzt kommt's, hat Gabi gesagt. Nachtisch. Wow! Weihnachtskekse, endlich Weihnachtskekse.
endlich Weihnachtskekse. Ah, die sind lecker. Hatte man die nicht gestern zum Silvester auch schon? Oh, die haben wir schon eine Weile. Auch schon eine Weile, okay. Soweit zum Thema Haltbarkeit von Weihnachtskekse. Wie war das mit dem freundlichen Gruß in 5 Sprachen? Mhm. Wenn jemand da schickt eine freundliche Begrüßung in 5 Sprachen. Erstmal eine und dann kommt in 5 Sprachen. Irgendeine ist dabei, die passt. Und sieht irgendwie angenehm aus. Ne? Wenn man beide hinfrei hat, kann man sogar 10-sprachig reden. Ich das, den Heidesand von der Enni. Von der Enni. Mhm. Aha. Eine komplette Schachtel verdrückt. Sind aber weg. Lecker. Das war ja lecker. Ich habe es am nächsten Tag gemerkt auf der Waage, wie lecker das die waren. Deswegen haben wir ja gar keine guten Vorsätze gemacht. Nö. Nein. Entweder geht der Ranz weg oder nicht. Entweder oder. Ich meine so, heute haben wir jetzt auch schon 22 Kilometer Schwerarbeit hinter uns gebracht. Ich glaube, ich auch Hallo hin. Da ist keiner drin. Kein Alkohol. Der war heute Nacht in der Rotweinflasche. Letzte Nacht. Der hast du ja gegeben. Ja. Hey, die hat nach SOS gerufen. Im alten Jahr habe ich noch gedacht, eine alte Flasche muss niedergemacht werden. Eine alte Flasche. So, Mittagspause gibt ein Ende zu. Ja. Dann fahren wir nach Bühl rein. Mhm. Ja. Und dann fahren wir irgendwie Richtung rüber auf die 36. Upsala. Das war mir jetzt sowas von klar. Ich glaube, da war Silvester. Hä? Ich glaube, hier war auch Silvesterfeierlichkeiten. Ah. Oh ja. Halleluja. Oh, war schon was geboten. Ja, oh, ja, ja, ja. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tup, tup, tup. Scheiß Viecher. Hier geht es jetzt Richtung Appenweier. Appenweier sind es noch 33 Kilometer von hier. Da werden wir wohl nicht hinfahren heute. Ja, bis Appenweier fahren wir nicht. Das sind hin und zurück 60 Kilometer, dann müssen wir noch 30 heim. Schön ist hier. Hier wieder an diesem kleinen Verkaufsladen. Da haben wir Tomaten gekauft. Jetzt mal, ja, die waren fein. Laden geschlossen. Keine Tomaten. Aber XX-Eier. Nee, derzeit gibt es keine. XXL-Eier gibt es heute nicht. Gibt es nicht. Oh. 10 frische Eier. 2 10. Was sind denn das für welche? Aus Bodenhaltung. A. Ist gut. A. Das ist A. Das sind die kleinen Stücke. Oder oben hinter Feldsalat, guck. Ja. Aha. Feldsalat. Oh, Jona, Goldäpfel. Brauchen wir Äpfel? Nein, ich habe noch. Leider Gutes. Ach Mann. Oh, guck, Speisekartoffeln haben sie da auch. Ich habe auch noch Kartoffeln, ich habe nur eine. Und was ist da drin? Ungeputzt. Der muss selber putzen. Und der ist geputzt hier. Der ist geputzt. Der ist. Jupp. Ja, Nudeln habe sie. Ah, nee, der ist ja ungeputzt.
Wo tun Sie die Nudeln anbauen? Ach, das sind normal die Hohle seit Oh, schön sieht sie aus. Ah, guck mal da vorne, ein Pferdchen über die Schiene. Wie im Wilde Westen. Ein Pferd auf dem Flur. Nee, hier, wir fahren jetzt rechts rum. Rechts rum Richtung Oberbruch. Oberbruch. Das kenne ich jetzt auch noch nicht hier. Nein. Egal. Hier riecht es so richtig ländlich. Ah, Oberbruch ist das. Ah, Oberbruch. Oberbruch. Filmst du den Himmel? Achtung! Helle, du hast mich nicht drauf. Nein! Am Schluss hast du deinen Helm drauf gehabt. Du musst gerade heben, das Ding. Fischreiher. Drei Stück. Fischreiher. Fahr mal an der Kamel- und Straußenfarm vorbei. Ja. Ein wenig ab. Der Straußenfarm, die haben auch Ruhetag heute. Guckst, was das für zwei sind, ne? Dahinter? Mein Lieber, und dahinter stehen Kamele. Noch, ja. 6 Kilometer. Ah, dann 6 Kilometer, dann haben wir deinen alten Rekordschlag. 45. Ja, aber das ist, der ist im alten Jahr, wir sind im neuen Jahr. Lass uns halt mal fahren. Wir haben jetzt gleich einen, wir haben gleich die Latte hochgelegt für ihn. Für 23. Für 23, schon gleich mit mörderischer. Oh, wie viel gibt's? Ja. Wie viel gibt's? 60. 60 Kilometer dürfte man. Aber wir müssen 20 sind vom Flughafen ja. Zu uns. Ja. Ja, das sind 60 Kilometer. Pumba, streng dich an. Auch was sonst noch da draußen zuguckt. 60 Kilometer und alles flach. Das ist erste Ausfahrt. Das ja, müssen wir. Halt mal alles flach. Ab und zu war eine Schippe Sand da. Ja, gut, aber im Prinzip alles flach. Das muss man erst mal nachmachen, oder? Alles Eco. Alles im Eco. Tour oder Turbo oder sonst was. Nix, alles Eco. Mein Restreichweite liegt bei 130 Kilometer. Meine auch. Angefangen habe ich mit 143. Ja, ist doch nicht schlecht. Also wir haben im Prinzip nachher, wenn wir heimkommen, mehr im Akku, als wir losgefahren sind wieder. So ungefähr, ich sage mal so, bei Himmelweh heißt es ja immer so, ne? Ja. Wir haben noch 3 Strich. Und wenn sie dann eine Weile fahren, haben sie plötzlich wieder 5. Also heißt auf Deutsch, der lädt sich wieder voll. Was ich mir nicht vorstellen kann. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, die meinen das anders, aber sie erklären es halt ein bisschen blöd. Ein ausrangierter Flieger. Flugzeuge drin. Dem Hangar. Das ist ein Museum. Museum.
und eine Vespa und Kaffeestube. Aber ich glaube, die hat zu heute. Ja, jetzt sind wir auf dem Parkplatz vom Bade Air Park. Ah, da steht schon einiges. Trotz allem ist so ein richtiger Provinzflughafen. Türkei, Tunesien, sonstige innereuropäische, kann ich hier hinfliegen. Auf Ryanair-Flüge. Kein einziger Flieger da. Entweder kommt keiner oder einer. Ist keiner. Kommt keiner und geht keiner. Nein. Ja, dann können wir Europa wieder gehen. Stoppen, dann gehen wir wieder runter. Gehen wir wieder. Fahren wir wieder. Das war der Air Park, der weltberühmte, the one and only Baden Air Park. Also von 10 Mal, wo man herkommt, ist 11 Mal nichts los. Ja. Wir sollten gerade eine ehrfurchtsvolle Minute einlegen. Bumba, wir haben deine letzte Tour. 43, es ist gleich soweit. Nee, 45 hat er gesagt. Also müssen wir noch also stecken. Wir haben 44,7, aber noch 20 Kilometer bis zu Hause. Wie viel? 122 Rest. 122, ich habe 128. Boah. Die mal einen Familienausflug. Ja, ja, wo geht denn ihr hin? Ja, wo geht ihr hin? Mit eurem Schlabbergosch. Hol, 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 hol. Ja, wo geht's denn hin? Ja, die blustern sich auf. Ihr Schlabbergosch. Oh. Ja, und jetzt? Auf, vorbei. Gehen wir auf die richtige Straße seid. Jawohl, dann über. Ja, komm. Ja, was gibt's? Ihr seid doch irgendwie ausgebüxt. Irgendwo seid ihr doch weg. Ach, der also, schleift der Federn ja, am Boden. Ja, der schleift Federn noch. Hä? Ja. Guck doch, wie frech. Oh. Komm, gib Gas. Da vorne sind Hühner. Irgendwo ist die da sind was. Ab.
Nur jetzt findet er nicht mehr heim. Ne? Menschenskinder. Hm? Ruhe, ja. Ruhe. Akrobatik pur. Die erste Tour. Schön war's. Aufregend am Schluss. Aufregend jetzt. Am Schluss. Truthähne gejagt. Truthähne gejagt. Nee, die eher uns. Der wo uns gehört. Erst uns, die uns und dann mir die. Na. Oder ich. Ja, was war noch? 60 Kilometer haben wir. Ja, bis daheim knapp. Sind 60, ja. Daheim. Ja, mit Grüße an Gabi und Helmut. Ja. Die gehen raus hier. Und an Klaus. Und an der Klaus. Und Anja. Und Anja. Jetzt reicht's. Ja, zu wem wir es noch nicht gesagt haben, ein gutes Neues allgemein. Ach ja, ja. Genau. Und vergessen wir das auch noch heute. Und gefrotzelt haben wir auch genug wieder unterwegs. Also wie immer, nur halt eben mit einer 3 dahinter. Und das war's. Wir werden jetzt vollends in die Sonne reiten. Nein, wir reiten aus der Sonne weg, weil wir reiten hier hin, in die Richtung. Allah. Ach so, ja. Ja, also auch dieses Jahr noch. Badische Grüße. Genau. Allah. Ciao. So, machen wir die zweite Tour, hängen wir gleich hinten dran. Ele. Ela, hast du eingekauft? Ja. Hast du viel eingekauft? Ja. Das Notwendigste. Nur Bananen. Reicht uns das? Ja, das reicht für heute. Also, wir sind heute, eigentlich wollten wir gar nicht losfahren, aber der Klaus hat uns so angefixt. Der Klaus hat uns angefixt. Bei dem so schönen Wetter. Ja, aber es hat jetzt nichts mehr raus auf der Burg. Er war der Meinung, er hat schon 100 Kilometer hinter sich. Ja, aber Endbeweisfoto hat er geschickt. Aber das aber ist gedacht, auch okay, wurscht. Machen wir das jetzt auch. Wir haben jetzt mit dem 1. Januar zusammen haben wir jetzt auch die erste 100 vollendet in dem Jahr. Ach, schön war es. Ein bisschen frischer war es heute, aber dafür war es sonniger als am 1. Januar. Mhm. Und was gibt es noch zu sagen? Die Sträder sind noch einigermaßen sauber geblieben heute. Ja. Obwohl es teilweise schon matschig ist. Aber wir waren noch vorher kurz auf der Einkaufstour.
Aber heute. Bananas gekauft für die Affen. Ja, der Affentanz. Bananen. Der Bananentanz, ja. Der Bananenblues. Der Bananenblues. Ja, der Klaus lacht jetzt herzhaft und noch jemand lacht jetzt herzhaft. Und derjenige, wo betroffen ist, der lacht jetzt garantiert nicht. Ja, aber egal. Egal, es gibt halt humorlose Menschen. Aber es gibt ein paar, die haben Spaß daran. Die haben Spaß daran, ja. Und ja. Dann, das ist wichtig. Spaß ist wichtig im Leben. Okay, dann verabschieden wir uns. Reitevollends in die Sonne heim, in die Richtung. Und ja, verbleiben wir halt wieder mit badischen Grüßen. Badische Grüße. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. That's it.